Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Foundation von und mit Mr. Dandos, dem Let's Play Opa. Ja, wir sind alle verscheucht. Okay, ja, wir sind ganz gut dabei, würde ich mal so behaupten. Kurzer Kontrollblick, Aufnahme läuft tatsächlich, alles in Ordnung, ich bin auch zu sehen, das ist cool. Dann ist doch alles schön. Achso, ich hatte in der letzten Folge hier so ein bisschen geguckt wegen dem Kloster. Ne? Da haben wir uns mal ganz kurz umgeguckt und die sind hier noch mit diesen einen Gängen da beschäftigt. Man kann hier sogar noch die Funktion wählen. Warte. Ich habe das noch gar nicht angestoßen. Oh, ja. Arbeiten mit Profis, das ist doch was Schönes. Was aber gar nicht mal so verkehrt ist, manchmal Nebengebäude ohne Funktion. Boink. Hier kann ich ja nichts mehr machen, aber da war gerade irgendwo die Möglichkeit gegeben. Wo war das denn jetzt? Ich hab's doch gerade gesehen. Bescheidenes Rustiker. Okay. Das ist die Kapelle und dann habe ich hier, das ist gerade dieses Nebengebäude ohne Funktion. Aber auswählen kann ich hier nichts mehr, ne? Schade. Achso, das macht man ja vorher schon. Ja, klar, da habe ich ja gesagt, das soll keine Funktion haben. Im Nachhinein geht das natürlich nicht. Ja gut, egal, hier erstmal bauen. Ja, arbeiten mit Profis. Hatte ich das schon erwähnt? Ich glaube, ja. Achso, da waren Neuankömmlinge. Die sind natürlich... Sehr willkommen, wieder zwei Damen. Hier kommen irgendwie nur noch Damen rein, kann das sein? Ich meine, ich habe nichts dagegen, aber ist schon ein leichter Frauenüberschuss, kann das sein? So, Damen, wir haben für die Damen eventuell Verwendung. Achso, Moment, ich hatte die bis jetzt, glaube ich, nur in habe ich die hier schon besetzt? Die Schneiderei, ist klar. Milchwirtschaft ist versorgt. Die Käserei auch. Ne? Ja klar, wir haben ja schon Käse produziert. Jetzt, ich entsinne mich. Wo ich Leute brauche, mit einer gewissen Dringlichkeit, ist hier. Ich habe da zwar noch keinen Käse, aber naja gut. Trotzdem hier noch ein Markthändler. Und wo war der andere Markt? Hier, ne? Da noch ein Markthändler. Gar nicht mehr. Ich erzähle Unwahrheiten. Doch, Moment mal. 1, 2, 3, 4 Käse. Doch, hier müsste eigentlich doch. Ich erzähle keine Unwahrheiten. Da war tatsächlich die Notwendigkeit gegeben. Noch einen Markt. Entschuldigung, Räusper. Einen Markthändler oder eine Markthändlerin unterzubringen. Habe ich noch. Nee, ich habe keine Arbeitslosen mehr. So. Okay. Das Teil hier ist jetzt auch fertig. Ah, das ist halb so wild. Ich hatte erst gedacht, das würde sich hier Gott weiß wie negativ auswirken auf den Weg. Ist aber nicht der Fall. Gott sei Dank. Wie geht's hier denn da? Ach, das ist eine Schaufel. Ich denke, wie geht da rum? Ich denke, ist die da mit dem, das sieht so lustig aus. Macht ihr den Weg da sauber oder was ist da los? Okay. Ja, sehr schön. Ja, jetzt habe ich das Teil hier fertig, aber ich brauche dafür noch keine Leute. Ich brauche da zwei weitere. Ob das was bringt, keine Ahnung. Werden wir erfahren. So, weil, ja, gut, Eisen wird immer weniger. Und Eisenerz ist hier so mehr so meh. Also, das sieht wirklich sehr traurig aus. Hier ist immer noch ein Eisenerz und ein... So ein Edelstein. Das bringt es voll. Das bringt es voll. So, was? Ein Astrologe bittet um Audienz? Was ist nun los? Ach, es gibt wieder schlechtes Wetter. Also lass mich raten. Es gibt wieder schlechtes Wetter. Das ist eine schlechte Nachricht für uns. Das funktioniert so nicht.
Ja, ich hab's doch gewusst. Ja, den Text kennen wir ja schon. Wir erwarten ein Unwetter um Himmels Willen. Was haben wir denn? Wir haben 74 Bäuerinnen, 88 Brot und 28, immerhin 28 Käse hier rum existieren. Gut, dass ich mit dem Käse schon angefangen habe. Schon ist gut. Ich glaube, es wurde Zeit. Es wurde Zeit. Das, ne, mit dem Wetter und so, das kann lustig werden. Jo, okay. Käse. Was ein Käse. Einen Moment. 42 Milch. Das schreit nach einer zweiten Käserei, würde ich mal behaupten. 15 von 25. Würde schon fast behaupten, das schreit nach einer zweiten Käserei. Ich hoffe, ich schieße mir jetzt nicht selber ins Knie. Ich setze hier. Oder mache ich die besser hier hin. Und wegen Weg und so, ne? Ich will hier nicht den Weg vollkommen verbauen. Und setze dann hier so eine weitere Käserei hin. Moment mal, da wäre der Zugang. Ich habe hier Zugang und da Zugang. Dann mache ich das am besten, glaube ich, so. Bauen. So, dann hätten wir immerhin noch eine weitere Käserei. Und Neuankömmlinge nähern sich. Das ist erfreulich. So. Ja, das mit dem Kloster ist... Ich kann euch hier schon mal versuchen, so ein bisschen weiterzumachen. Frage ist natürlich jetzt, wo kriege ich was am schlechtesten hin? Wir sind hier ja noch mit Basteln beschäftigt. Ja, komm, ich lasse die erstmal, sie sollen erstmal da fertig machen, sonst gibt es da unter Umständen Hauerei und das will ich nicht. Und ob das überhaupt so funktioniert, alles, wie ich mir das vorgestellt habe, ist die andere Geschichte. So, wir haben, ja, der Vogt ist zurück. Okay, immerhin, wir sind hier auf Null. Rohstoffe fehlen, ich kann mir denken, was es ist. So, wir haben 600 von 980, das ist cool. Das sieht auch nicht schlecht aus. Anscheinend scheint das Problem... Oh, jetzt kommen die von da an. Okay. Anscheinend scheint das Problem mit der Nahrungsversorgung sich so ein bisschen relativiert zu haben. Geht so. Bären 7. 5 Brote, 5 Bären. Käse ist natürlich noch nicht am Start. Das ist noch alles zu frisch. Kommt aber, denke ich. Mir hoffe ich. Moment. Da sind 2 Käse, 78 Milch. Ist in Mandate verfügbar. Ich gehe mal hier auf Königreich. So, wie sieht es überhaupt aus hier mit militärischen Einsätzen? Kann ich da was machen? Moment, irgendwas hören? Keine Ressourcen vom Abbau. Ach so, ja, ich falle jedes Mal drauf rein. Militäreinsätze. Wir haben 6 Soldaten. Ah ja, Neuankömmlinge. Da muss ich mich erstmal drum kümmern. Entschuldigung. 3 Stück. Obwohl das hier hoch ist. Sonst waren das immer 4, die angekommen sind. Jetzt habe ich 2. Muss ich das gut finden? Speicher. Erstmal auf maximale Trägeranzahl. Achso. Oh, ich wieder vergesse. Gut. Immerhin einer mehr. Aber da sind wir auch noch nicht so weit, dass wir sagen können, juhu, wir sind auf Maximum. Achso, ja, genau. Da ist immer noch die Herausforderung mit dem Kloster. Wie läuft das jetzt hier nochmal? Achso, nee, das geht hier rüber, ne? Militär. Schwierigkeitsgrad, sehr einfach. Weit. Tage übrig, 4. Okay. Achso, das ist wieder so eine Ausbildungsgeschichte. Ja, da würde ich doch sagen, Truppen bereit machen.
Die sind alle voll ausgebildet, alle Rekruten. Also, die nehmen wir wieder alle. Alle sechs. Und dafür. So, dann können die auch wieder losmarschieren. Sind die ein bisschen unterwegs, haben wir zu tun, stehen hier nicht in der Gegend rum. Okay. Wie weit sind die da? Wird. So. Zeit. Boah, wir haben noch. Käserei gebaut. Und ich habe niemanden, den ich reinstellen kann. Das ist nicht gut. Ich brauche dafür zwei Leute. Aber immerhin, die Käserei ist fertig. Wegetechnisch passt das ganz gut. Ist erfreulich. Wie sieht das hier aus? Da tut sich ja so langsam was. Und wegen Weizenfarm und so, dass man die mal auch mal so langsam dahin gebastelt bekommt. Jetzt kurz was kontrollieren. Alles gut. So. Ja, es ist immer noch ein Eisenerz und ein Edelstein. Ja, gut, jetzt habe ich da immerhin zwei Leute gleichzeitig arbeiten. Die sind, glaube ich, komplett voll, ne? Deswegen tut sich da auch nichts mehr. Das sind immerhin drei Edelsteine, 100 Golderz. Und das entsprechende Lager dürfte wohl auch voll sein. Ja, genau. Also Golderz, da habe ich jede Menge von. Moment. Dekoration, Meisterwerke, nein. Warenproduktion? Nö. Gottesdienst, Verwaltung. Oh. Warte mal, ich mach das hier mal weg. So. Ich müsste da Sachen freischalten, glaube ich. Hofbewohner, nein. Gebäude auch nicht. Ressourcen. Nee. Kann man das nicht merken. Hier ist es. Ja. So, also erstmal allgemeiner Pfad. Luxusgütermarkt. Was schaltet der frei? Verkauft Ressourcen von Typ Luxusgut und luxuriöser Nahrung an die Dorfbewohner. Schild für Luxusgüter. Okay. Bierproduktion. Hatte ich nicht irgendwo noch was anderes in dieser Richtung? Taverne. Tavernenküche. Zusätzliche Steuern. Irgendwo war doch da was. Mal ganz kurz auf Pause. Ein Moment. Taverne, blablabla. Nein. Besteuerung von Schmieden. Okay. Nicht verfügbar. Da hatte ich noch gesagt, irgendwie, da muss ich erst einige Sachen freischalten, dann komme ich da dran. Wohlstand 30. Würde ich recht ansehen. 5. Das ist aber noch weit von entfernt. Im Augenblick. Das ist nicht so gut. Gleiche Problem beim Klerus. Wo war das jetzt wieder? Arbeiterschaft. Das kann es nicht sein, weil das ist noch eine gesperrte Sache. War mir ziemlich sicher, dass es im allgemeinen Pfad war. Es müsste hier mit diesem Luxusgütermarkt zu tun haben. Sorgsame Planung, was ist das? Robustes Material.
Fassbinder, Haushaltsgüter, Jagdhütte, Tierelemente, Schmuck. Das war's, genau. Ich kann die Goldschmelze erst machen, wenn wir dieses Ding hier, diese Geschichte mit Schmuck freigeschaltet bekommen. Da kann ich das erst machen, das war das. Und dazu brauche ich aber einen Wohlstand von 200 und wir haben aktuell einen Wohlstand von 177. Wir sind auf einem einigermaßen guten Weg, aber noch lange nicht da. Okay. Solange macht dann auch ein Luxusgütermarkt keinen Sinn. Den kann ich erst dann bauen, wenn ich entweder entsprechende Nahrungsgeschichten produziere. Ich denke mal so wahrscheinlich Kräuter, Wein, irgendwie sowas. Ja. Edikt robustes Material schaltet frei. Edikt robustes Material. Unterhalt von Produktionsgebäudeteilen wird um 50% verringert. Ich schalte das mal frei. Sorgsame Planung. Edikt sorgsame Planung erhaltet nach dem Bau eines Gebäudeteils 50% der verwendeten Werkzeuge zurück. Freischalten tue ich das schon mal. Was habe ich hier? Privilegien? Habe ich noch irgendwelche Privilegien? Hingebungsvolles Volk. Effekte, der negative, wechselseitige Prunk, Einfluss von Arbeiterschaft und Klerus wird um 50% reduziert. Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen? Also werden hier nicht angezeigt. Mach das mal. So, hat einfach mal gemacht. So, ich könnte hier jetzt machen die Minenförderung. Das war die Geschichte, ne, um 100% zu erhöhen. Ich hatte das damals überlegt, von wegen, weil ich ja schon Erfahrungen habe in diesem Bereich und Eisen immer so ein Mangel ist, das zu machen. Dadurch wird aber hier, ne, die Nahrung um 50% reduziert. Robustes Material verringert, Unterhalt wird verringert oder Erhalt nach dem Bau eines Gebäudes für unsere verwendeten Werkzeuge. Ich mache das. Negative Effekte sehe ich keine. Wir machen mal dieses Edikt. Und dann haben wir das einfach mal gemacht. So, ja, okay. Achso, weiter geht's. Dann hoffe ich mal, dass das wenig negativ sich auswirken wird. Neu am Kommen gekommen. Wirtschaft, Haushalt, alles weiter. Okay. Ressourcen, Handelsrouten, Ressourcen. Ich kaufe immer noch Sachen ein. Moment, das ist Verkauf. Hier ist genau Werkzeuge. Kaufe bis das Inventar die Stückzahl erreicht hat. Da sind wir aber schon weit drüber, glaube ich. Ne? 24. Ich x das mal aus. Wir produzieren ja jetzt unser eigenes Werkzeug, wenn das einbrechen sollte. Ja, also wenn das hier nicht merke, irgendwie die Zahlen gehen rapide zurück. Dann muss ich natürlich entsprechend intervenieren. Ja, muss ich da mir was anderes einfallen lassen. Aber erstmal spare ich mir diese Ausgabe. Würde ich jetzt sowieso nichts machen. Ne? Wir sind über 15 und da würde er sowieso nicht hingehen und da irgendwas einkaufen. Insofern macht das so von der Größenordnung keinen Sinn. Wenn, dann müsste ich die Zahl erhöhen, wenn ich merke, irgendwie ich komme mit den hier vorhandenen Anteilen nicht klar. Dann würde ich natürlich entsprechend die ganze Geschichte dann weiter erhöhen müssen. Ne? Dass ich dann irgendwie, weiß ich nicht, 30 Werkzeuge oder so dann einkaufe oder wie auch immer. Werden wir sehen. So, jo.
Ja. Ich bin ganz zufrieden. Oh. Oh. Das Teil ist soweit erstmal fertig. Ja, jetzt ist die Frage, wie kann ich jetzt hier weitergehen? Fragen über Fragen. Die entsprechenden Antworten werden wir finden, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch allen alles, alles, alles Gute und genießt die Zeit.